Ja, hallo, es geht weiter hier bei Fluch der Karibik nach einer längeren Pause. Ich habe meine Klausuren fertig und jetzt kann es hier auch wieder weitergehen. Ich weiß nicht, waren wir schon in der Kirche? Ich bezweifle es. Ja, so geht man in die Kirche mit gezogenem Schwert. Das war's. Erstmal wieder die Tastenbelegung lernen. Ich glaube, habe ich mit dir schon gesprochen. Ah, Captain, ich hatte euch nicht bemerkt. Natürlich hast du mich nicht bemerkt. So. Eine Spinde wollen wir nicht entrichten. Okay, dann haben wir hier nichts weiter verloren. Ich dachte, der hätte vielleicht eine Quest für uns. Ich glaube, da muss unser Ruf aber erst gut genug sein. Naja, sei es drum. Als Freibeuter ist es wahrscheinlich schwierig, seinen Ruf aufzupolieren. So, was geht's? Wo geht's? Ah, Büro, das Kredit heißt. Na gut, schauen wir mal rein. Wir brauchen keinen Kredit, aber... können ja mal schauen, was der hier so... Ja, genau. Danke. Schön, dass die Leute immer so prall gefüllte Sachen haben. Wo sind eure Sachen hier? Okay. Hier waren wir wohl schon. Ich habe mich schon ein bisschen in der Stadt umgesehen. Ich glaube aber, da war es noch dunkel. Haben wir hier irgendwas? Das sieht... Nee. Okay. Tja, da war es noch dunkel und wir konnten nicht überall rein. Wie geht's hier weiter? Kann ich hier runter? Nein. Manchmal kann man aber runterspringen. Die Kirche gehört wohl nicht dazu, dieser Hügel. Hallo Kumpel, geh einfach weiter. Taverne, war ich schon in der Taverne? Brauchen wir Leute? Gute Frage. Wie gesagt, es war lange her. Ich weiß nicht mehr, wie es mit unserem Schiff aussieht. 228. Die Frage ist, von wie vielen? Hola, Captain. Kommt, trink mit mir. Ach, es ist zu spät. Es ist immer noch zu spät. Ach, komm. Wir haben noch Fragen. Keine Mannschaft, hätte Arbeit für mich? Nee. Okay. Schauen wir mal schnell in das Abenteuerbuch. Ich weiß nämlich, habe ich Nebenquests? Nein. Ich muss den Verräter finden. Alles klar. Raoul Reims, und zwar auf der Pirateninsel, glaube ich. An das erinnere ich mich noch. Es ist aber nicht hier. Das hier ist nämlich die portugiesische Insel, glaube ich. Aber sei es drum, jetzt könnten wir ins Rathaus. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Hübsch, hübsch. Oh, komm schon. So protzig und Portugal hat nichts in seinen Truhen hier im Rathaus. Portugal ist und bleibt das mächtigste Land Europas. Mhm. Na, da wirst du dich aber umschauen, Kumpel. Wie ich höre, habt ihr euch sehr um eine Audienz bei mir bemüht. Mein Name ist Jacinto Archibaldo Barreto. Nun, wenn ich bitten darf, ratet mir den Grund eures Kommens, Senior. Ich glaube, das war jetzt mehr Spanisch als Portugiesisch. Ich habe keine Ahnung. Mein Name ist Nathaniel Hawk. Warum haltet ihr mich von meinem wichtigen Staatsgeschäft hinab? Ja, wir wollen mit ihm über Arbeit reden. Ich höre, Senior. Tut mir leid. Okay. Schade. Vielleicht musste unser Ruf echt besser sein, bis der was hat. Aber ich glaube, es lohnt sich, in Rathäusern ab und zu mal wieder vorbeizuschauen. Vielleicht haben sie ja dann was. War ich in der Werft schon? I don't know. Truhe? Hast du eine Truhe für uns? Nee. Die da hinter dir vielleicht? Schade. Ich glaube, ich war hier schon. War ich hier schon? Ist das euer Schiff? Ihr tut mir leid, mein Freund. Okay, ich gehe wieder. Okay, er hat keine... Schauen wir doch mal, was er einfach so hat. Man kann ja mal stöbern, auch wenn man die Kohle nicht hat. Wir haben eine Karabelle, oder? Ja, ich habe die Peng 2, die stolze Peng 2. Und eine Brick könnten wir uns holen. Beziehungsweise nicht, kostet 80.000, okay. Ja, und wir haben 10.000. Galeone, die ist natürlich auch geil. Aber ja.
Das sind Sachen, die stehen noch in ferner Zukunft. So. Ich frage mich gerade, ob wir einfach raus könnten. Wollen wir uns hier ein bisschen umschauen? Ich weiß nicht, ob die Insel sah nicht groß aus, wo wir in den Hafen eingelaufen sind, aber es könnte ja sein, dass sich noch irgendwas hier versteckt. Ich erkunde ja gern, wisst ihr ja. Ist aber groß hier. Gut, schauen wir mal in die Richtung. Schade, ich dachte, da wären hier irgendwie kleine Juwelen oder so wieder. Die sammle ich immer ganz gern auf. Wenn da jemand seine Familienerbstücke einfach so in der Palme versteckt. Mir soll es recht sein. Dschungel, okay. Oh, hallo, Freunde. Ich denke, ich speichere mal. Wir wissen ja alle, wie das enden kann. Oh nein, und dich habe ich ja auch dabei. Du sollst nicht sterben. Er hatte seine eigene Pistole, aber ich bin gespannt. Wir verhandeln nicht. Und es ist ganz klar, was ihr machen wollt. Nein. Alles klar. Er hat's überlebt. Shit. Oh Mann. Baum, du siehst aus, als hättest du einen Schatz für uns. Nein? Schade. Da sind wir hergekommen. Oh Gott, wie viele Wege gibt's hier? So viel zu kleiner Insel. Von wegen kleine Insel. Okay, wir haben einen Strand entdeckt. Wer hätte es gedacht? Auf einer Insel. Hier gibt es ja viel. Okay. Unsichtbare Wände und so. Ich glaube, der heilt nicht von alleine und wir auch nicht. Ich glaube, können wir ihm... Ich weiß es gar nicht. Gegenstand. Aber das ist ja für mich. Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Nee. Ja, klein können wir nehmen. Ja, das ist wirklich für uns. Ich weiß nicht, wie ich auf ihn wechseln kann. Das ist mein Problem. Und ich glaube, ich müsste ihm einen Halt dran geben. Warte mal schnell. Das muss ich jetzt irgendwie hinbekommen. Charaktere. Nein, hier war es nicht. Wo war denn das? Wo konnte man das machen? Passagiere. Ja, machen wir es einfach so. Machen wir absetzen. Dann kommt er zwar noch mit, denke ich mal, aber ja. Das ist kein so einladender Badestrand, eher mehr kiesig und steinig als angenehm. Kommst du noch mit von uns? Nee, er ist abgedampft, wo immer er auch hingegangen ist. Okay, wäre nett, wenn ich hier den Platz finde, falls ich mal wieder da bin, wo die Goodies liegen. Oh nee, er ist noch da. Ich habe ganz vergessen, wie er heißt. Nicht Riss Bloom, das ist nämlich der nutzlose Offizier, den wir noch auf dem Schiff haben. Der bringt uns wirklich nichts. Oh, hier ist was. Ich sehe was Rotes. Ein Rubin. Yes. Okay, alles klar. Hier geht's nicht mehr weiter. Nicht mehr viel zumindest. Was ist denn da oben auf der Klippe? Das sah komisch aus. Oh, das ist eine Sackgasse. So, hier. Ach, eine Pflanze. Okay. Dachte schon irgendein Totem oder so. So, dann wollen wir mal wieder zurück in den Dschungel gehen. Ach, komm schon, ey. Das ist so. Ich weiß, wann ich mitnehmen muss. Wenn wir Quests abgeben, dann kriegt ihr nämlich die Erfahrung davon gut geschrieben. Warum komme ich hier nicht durch? Dieser Strand hält mich für immer gefangen. Ah. Nee, hier war ich gerade. Was zum Teufel?
So schlecht. Seit wann ist meine Orientierung so schlecht? So, ich glaube, das müsste es jetzt aber sein. Meine Güte. Schwere Geburt. Oh Gott. Erschreckt mich der immer hier. Okay. Hier geht's lang. Und dann haben wir noch einen anderen Weg. Und wenn wir ganz zurückgehen, haben wir noch einen Weg. Was eine große Insel. Okay. Und hier haben wir wieder Freunde. Das ging gut daneben. Au, da haben sie uns erwischt. Aber ich würde mein Geld gern behalten. Au, das war nicht so gut, da war ich zu gierig. Aber wir haben es doch überlebt. Yes. So, wo bin ich jetzt hergekommen? Das ist die Frage. Da bin ich reingegangen. Gehen wir mal hier lang, das sehen wir ja dann. Ich lasse das Schwert gleich draußen, weil es hat keinen Sinn. So wie Strauchdiebe, wie sich hier rum... Oh, das ist neu, oder? Das ist wirklich neu. Interesting. Okay, ich glaube, alles ist safe. Ist hier noch irgendwas? Nee. Diese Bäume sind immer so... Ja, vielversprechend aus. Die Türen sind aber zu. Was ist denn das hier? Nochmal eine kleine Siedlung? Versteckter Schmuggler. Okay. Sollten wir hier hin? Ich bin verwirrt. Warte mal schnell. Ich muss wahrscheinlich das Abenteuer mal schauen. Wir haben einen neuen Auftrag gegeben. Die Pirateninsel. Ich glaube, das ist nicht die Pirateninsel. Das ist nicht die Pirateninsel. Auch wenn es hier sehr nach aussieht. Das ist. Nein, wir Piraten haben zusammen. Macho hat schlicht anders gegeben, niemanden reinzulassen. Machado. Okay, Machado ist wohl der Chef hier. Halt. Ich hab's genau gesehen. Oh. Okay, nochmal ein Schloss. Ich dachte, das wäre eine Hand. Und wir könnten wieder etwas mitnehmen. Versteckter Schmuggler, interessant. So. Immer ein Vergnügen, Captain. Ihr sagt uns das gleich wie immer. Hallo, Kumpel. Hola, Captain. Kommt! Willkommen, setzt euch an den Frendisch. Was möchtet ihr bestellen, Senor? Nichts, ich bin geschäftlich hier. Entschuldigt bitte, ich wollte euch nicht belästigen. Ich werde wieder an meine Arbeit gehen. Was für ein netter Wirt für dieses Etablissement Blanc und für die Schmuggler. Da sind wir schon ganz anderen Leuten begegnet. Nein, wartet, ihr belästigt mich nicht. Tatsächlich seid ihr derjenige, mit dem ich hier reden muss. Ich bin ganz sauer. Wie kann ich euch helfen? Genau. Oh, nirgendwo kann ich Matrosen anheuern. Reden wir über Geschäfte. Eigentlich nichts Wichtiges. Okay. Er hilft uns auch nicht so recht weiter. Was soll's. Oh, Kumpel. Okay, er hat zu tun. Schöne Unterhaltung. Da könnte mir mehr über die Schmuggler sagen, aber die sind wohl nicht so auskunftsfreudig hier. Ich habe keine Zeit, mit euch zu sprechen. Ihr habt zu tun. Ihr habt zu tun, ihr lauft doch nur durch die Straßen. Na und, das geht euch nichts an, also verschwindet. Ja, schön. So, ein Laden? Okay. Na, hallo. Ich würde mit euch reden. Okay. Er hat keine Arbeit für uns. Aber wir können mal mit den Gütern schauen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir noch was... Haben wir irgendwas drin? Nee. Ich dachte, wir hätten irgendwas mitgeplündert. Aber das habe ich mir wohl eingebildet. Na gut. Also wie dazu. Schauen wir mal, was Schmuggler so in ihren Häusern haben. Wenn sie denn offen sind. Oh, die sind schlauer. Die sperren ab. Haben tatsächlich was gelernt. Groß ist das Ding ja hier nicht mehr. Ja, aber jetzt wissen wir schon mal, wo das versteckte Schmuggler ist. Wenn wir da mal hin müssen. Was gut sein könnte. Vor allem mit diesem Anführer da. Wo wir nicht reinkommen. Das ist auch ein nettes Haus hier. Ah, das ist ein Haus.
Er ist aber nicht da. Okay. Dann bediene ich mich mal. Oh, Bronzering, wie schäbig. Oh, er ist doch da. Gut. Au, Jungchen, bin ganz ohr. Machado, genau. Ich möchte euch bitten, meine Ausbrüche also sofort zu verlassen. Ich habe zu tun. Sehr höflich. Das war noch sehr höflich. Ich dachte, er filetiert uns oder so, aber gut. Na gut, dann brechen wir mal wieder auf. Ich glaube, recht viel mehr gibt's hier nicht. So, war sehr nett bei euch, aber ich pack's mal wieder. So, und dann... zwei Wege. Ich weiß nicht mehr, wo ich hergekommen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. War es hier oder da hinten? Ich muss jetzt echt mal schauen, das ist... Ich bin leicht verwirrt. Ah, hier war ich definitiv noch nicht. Leviathan Rock. Okay. Das ist in der Nähe vom Schmugglerlager, das müsste ich... Könnte ich mir merken. Falls wir da mal wieder hin müssen. Schön durch die Stauden hier durch. Komm schon. Mir einen Rubinstrand. Für unser neues Schiff. Ich weiß, wir haben erst ein neues bekommen, aber ja, man weiß ja nie. Okay, hier ist unsichtbare Wand. Netter kleiner Strand, ja. Also wenn wir Business mit Schmugglern haben und in die Siedlung müssen von denen, dann hier am Strand anlegen. Das erspart uns ein bisschen an Weg. Ich habe einiges am Weg. Es ist sehr, sehr nett gelegen hier. Gut, und dann glaube ich, gab es noch einen anderen Weg ganz am Anfang. Und dann haben wir die Insel eigentlich auch schon ganz wieder erkundet, komplett. Ich finde sie ganz nett hier. So, jetzt hoffentlich keine Strauchdiebe mehr auf dem Weg. Auf die kann ich nämlich echt verzichten. Ach ja, und sie sind sauer geworden, na klar. Die letzten zwei Gruppen haben wir ja gekillt. Da müssen ihre Kameraden ja mal sauer werden. So, tschüss. Oh Gott, so viele Wege. Wo sind wir hergekommen? Und tschüss. War da noch einer? Nee. Okay. Ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ich gehe mal den Weg wieder lang. Ich bin mir gar nicht sicher. Den Weg habe ich überhaupt schon gesehen. Sorry, ich muss jetzt einfach... Ne, wir haben einen Strand entdeckt und das war wahrscheinlich der Strand. Okay. Auf geht's, zurück. Okay, du hast keine Waffe, glaube ich. Bist du der erste nette NPC, den ich hier draußen begegne? Seid gegrüßt, Freunde. Es ist schön, euch hier zu sehen. Seid gegrüßt. Wie ich sehe, seid ihr ein Captain, der schon auf manchen Kampf hinter sich hat. Denkt daran, heute Offiziere an. Manche Station ist es. Die Situation ist es, ohne ihre Hilfe nicht möglich, am Leben zu bleiben. Ja, ich sehe das nicht ganz so. Da hinten geht noch einer. Was ist denn los, hey? Heute treffen wir auf lauter freundliche Leute hier, die uns einfach so Tipps geben wollen. Seid gegrüßt, Seemann. Ich lebe in ärmlichen Verhältnissen. Könnt ihr mir nicht helfen? Warum sollte ich? Wenn ihr mir 20 Münzen gebt, werde ich allen erzählen, was für ein gütiger Mann ihr seid. Ich bin zwar arm, aber ich habe viele Freunde. Können wir uns unseren Ruf aufverschwenden? Gutes Geld verschwenden, nur damit ein Bettler über mich spricht? Nein, danke. Ja gut, 20 Goldmünzen sind wahrlich nicht so viel verdient. Und ja, 20 können wir entbehren. Warte mal schnell. Wir sind immer noch neutral. Was soll's? Fragen wir ihn nochmal. Okay, ihr seid zu gutig. Ich weiß nicht, ob das rausgeschmissenes Geld war, aber hey, komm, 20 Münzen, das ist ja nichts. Das ist ein Räuchertopf oder ein Bronzering oder sowas. Da sind wir gekommen. Ich frage mich gerade, wo dieser andere Weg war, den wir noch nicht... da war doch noch ein Weg, dem ich nicht gefolgt bin. Oder spinne ich jetzt? Kaum sind so viele Leute im Dschungel, die mal freundlich sind, bin ich schon verpeilt.
Nee, hier ist definitiv nichts. Das ist ja seltsam. Sehr, sehr seltsam. Oder habe ich mir gedacht... Ja, das sieht so aus, als ob es hier weiter ginge. Tut es aber nicht. Ich glaube, das war's. Ich glaube, da gibt es einfach keinen Weg mehr. Und ich habe mich da verschaut. Weil der endet da in einer Sackgasse. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal zurück. Ihr stellt euch jetzt neben die Stadttore. Wirklich, ernsthaft? Okay. Und marschiert wieder los. Ja, komisch, dass da keine Wachen sind, ja. Die haben wir doch schon geredet. Und du? Noch ein Rat. Okay. Rat in der Taverne beim Wirt. Sind jetzt keine bahnbrechenden neuen Neuigkeiten, aber gut. Da ist die Werft. Genau, wir könnten noch ein bisschen die Häuser hier durchsuchen. Für die Peng 3, oder? Ja, ich sollte mir mal einen neuen Namen aussuchen. Das war ein kühner Sprung. Sehr kühn, Daniel. So, sind wir hier schon reingekommen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh nein, sind wir nicht. Schöner Silberring mit einem Saphir drin. Hier oben können wir auch noch hoch. Ich weiß bloß nicht, ob... Nee, warte, hier ist gar nichts. Schade. Ich glaube, dann haben wir fast... Ja, es gibt bestimmt noch Häuser, aber... Das ist verschlossen. Da ist die Taverne. Können wir jetzt nochmal in den Teil der Stadt schauen, aber dann war es das, glaube ich, hier. Dann sind wir soweit fertig. Bist du offen? Nein, natürlich nicht. Bist du, siehst aus wie ein Laden. Ach ja, da waren wir schon. Und hier? Das ist offen. Schade, aber leer. Ich glaube, da war ich vorher drin. Das war das Einzige, wo ich vorher drin war. Nee, das war's. Es ist wirklich eine relativ kleine Stadt, muss man sagen. Nicht groß hier. Na gut, dann soll es das, glaube ich... Aber warte mal, wir schauen etwas weiter. Auf die Pirateninsel vielleicht. Danach machen wir aber eine kleine Break. Und dann geht das nächste Mal weiter. Aber erstmal... Schau auf die Pirateninsel und ich hoffe, dass die Überfahrt ganz ruhig wird. Ich weiß gar nicht, müssen wir unser Schiff reparieren? Ich habe nicht geschaut, aber ich glaube nicht. Sieht man das überhaupt hier? Das ist eine gute Frage. So. Das ist schon mal mehr als nur eine Nussschale. Kaisao oder wie man dich ausspricht. Auf Wiedersehen. Ach ja. Auf zur Weltkarte. So. Schön. Wo ist die Pirateninsel? Das ist die französische Kolonie. Das ist die... Clamuel... Die spanische vielleicht? Bist du die? Schwierig, schwierig. Ich sollte aufpassen. Ich glaube, wir müssen einen sehr weiten Weg fahren, bis da wieder Inseln kommen, die ich nicht kenne. Ich glaube, wir haben nur noch Beef mit Piraten und sonst mit keiner anderen Fraktion mehr. Die Franzosen sind jetzt neutral. Hoffe ich mal. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Isla Muel? Keine Ahnung. Was auch immer, könnten die Spanier sein, das weiß ich nicht. Das könnte auch die Pirateninsel sein. Oder das hier. Das gezackte Rückgrat oder gebrochene Rückgrat, weiß ich jetzt nicht mehr. Spanisch, aber vielleicht ist sie ja das, weil sonst gibt es hier nicht mehr so viele. Fahren wir aber mal dahin. Das ist zwar die, wo am weitesten weg ist, aber ja. Das Piratenschiff, das versucht sich an uns zu heften, aber schafft es nicht.
steht auch die Jahreszahl. 1630, schön. So. Und wir sind hier und wir können am Hafen anlaufen. Yay. Machen wir mal fest hier. So. Waren wir schon mal? Ich bin mir nicht sicher. Ganz ehrlich nicht. Das hier kommt mir bekannt vor. Natürlich ist es Nacht. Nee. Was etwas blöd ist. Ist hier irgendwas? Schade. Oh, da ist doch jemand. Du siehst ein bisschen piratig aus. Seht zu, dass ihr weiterkommt. Was? Ich suche einen Namen namens Raoul Reims. Er ist der Kapitän. Er ist dein Kapitän. Habt ihr ihn zufällig gesehen? Ja, ja, ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Aber ihr solltet besser mit der Wirtin sprechen. Sie kennt ihn viel besser als ich. Wenn ihr versteht, was ich meine, Sir. Alles klar. Und schon haben wir unsere Quest aktualisiert. Und dann würde ich aber sagen, geht's in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Servus.